Tada! Meine Lockvögel, Tim und Tom, 12 und 10 Jahre alt. Die beiden wollen ihren Opa reinlegen und ich habe ihnen geholfen. Da kommt er an, Opa Volkwin. Er soll heute auf die beiden aufpassen, im Haus seiner Tochter. Wie es sich zu Corona-Zeiten gehört, natürlich mit Mund-Nasen-Schutz. Oder zumindest Nasenschutz. Volkwin macht das, was Paketboten niemals tun. Er klingelt und wartet trotzdem. Keiner da? Komisch. Hey Paul, ja, wo sind die zwei? Tim und Tom sind mit den Rollern unterwegs. Steht zumindest auf dem Zettel am Esstisch. Cool, denkt Volkwin. So macht Kindersitten Spaß. Na komm Paul, da kannst du da hinlegen. Und jetzt erstmal singen. Draußen fährt ein LKW vor. Und Volkwin wird neugierig. Irgendwas wird da geliefert. Herr Reit? Ja? Hallo. Wir bringen die Lieferung jetzt. Was für eine Lieferung? Ja, von der Keksfabrik, die 3 Paletten. 3 Paletten Kekse? Wer soll die Krümel denn wegmachen? Müssen Sie doch wissen. Haben Sie doch sicher schriftlich bekommen auch. Ich habe hier einen Lieferschein und alles dabei. Wo sind wir mit 1 Palette Kekse? Die Keksfabrik, die wird ja verlegt und die ganze Ware muss zwischengelagert werden. Und da gehören Sie offenbar zu den Leuten mit, die sich bereit erklärt haben, dass zwischengelagert werden darf, weil Sie den Platz haben. Aber dass Sie sich nicht erinnern, Sie haben das doch unterschrieben. Ganz langsam dämmert es ihm. Vor 2 Wochen gab es eine Unterschriftenaktion für den Erhalt der Kempener Keksfabrik. Volkwin, nicht nur Scherzkeks, sondern auch Keksfreund, war dort mit den Enkeln zur Werksbesichtigung. Er ist gegen die Umsiedlung, wegen der Plätzchen und wegen der Arbeitsplätzchen. Er unterschreibt, wie von uns geplant, jetzt haben wir ihn. Das haben wir ja unterschrieben, das ist ja klar. Ja, und damit haben Sie unterschrieben, dass Sie damit einverstanden sind, dass hier zwischengelagert werden darf. Da hat die uns praktisch aber nicht, unterstützt mit Lagerraum. Hat die uns überhaupt nichts gesagt. Das ist ja auch nicht lange. 4 bis 6 Monate, dann wird das wieder abgeholt. Ja. Und es wäre schön, wenn das natürlich nicht in der Sonne steht, sondern wenn es kühl gelagert wird, weil da sind Schokoladenprodukte zwischen. Das muss ja irgendwo. Man hat doch keine Kühlung, hier meint überhaupt keinen. Also, das kann ja alles Sinn. Ich weiß ja nicht, wohin mit dem Zeug. Wo Sie das lagern, ist mir letztendlich egal. Ich habe hier nur meine Tour zu fahren, muss das abliefern. Wir sind jetzt auch schon spät dran. Ich wollte jetzt eigentlich schon auf der nächsten Tour sein. Wollen Sie hier einmal unterschreiben, bitte? Was haben wir denn jetzt hier alles? Volkwin, das ist ja irre, ist das. Komplett irre. Was Volkwin aber nicht davon abhält, nochmal zu unterschreiben. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Herr Reit, super, vielen Dank. Er ruft erstmal seine Tochter an. Hallo? Hallo, Papa. Ein Riesenproblem. Warum? Was passiert? Wir haben hier 3 Paletten von der Keksfabrik geliefert gekriegt. Was für Kekse? Hier von der Keksfabrik in Kempten, wo wir letztes Mal unterschrieben haben. Wir haben uns damit verpflichtet, sagt der gute Mann, indem wir da unterschrieben haben, dass wir hier 3 Paletten lagern. Zwischenlagern, ist hier nur Zwischenlagern? Nur lagern, wir brauchen nichts zu bezahlen, nur lagern. Ja, was sollen wir mit so vielen Paletten machen? Ja, weiß ich nicht. Sonst musst du die alle essen. Das sind 3 Paletten. Ich bin hier, ich weiß gebadet, ich weiß ja, was ich machen soll. Hast du nicht gesagt, die sollen die wieder mitnehmen? Die nehmen die nicht mit. Können Sie wieder mitnehmen? Schlecht, wir haben die Tour, wir müssen weiterfahren. Wir haben unseren Zeitplan. Und denken Sie daran, kühl lagern. Das darf hier nicht lange draußen stehen. Wir können ja nicht kühl lagern. Okay, bis gleich, ja? Ja, bis gleich. Tschö. Ja, hupen hilft auch nicht weiter. Was soll er mit dem ganzen Zeug jetzt machen? Essen? Kühlen? Enten füttern? Wie es der Zufall will, kommt ausgerechnet in diesem Moment eine Mitarbeiterin vom Ordnungsamt vorbei. Sind Sie der Herr Reit? Ja. Was sind das denn hier für Paletten, die jetzt hier rumstehen? Da Kekse. Sind Kekse. Und diese Untertasche ist der Fette weg und die müssen sie aber kühl lagern. Und ich wohne nicht mal hier. Das tut mir jetzt wirklich leid, aber das müssen Sie jetzt mal schnell. Die werden wir schon so eine Garage unterstellen müssen. Sie können die jetzt nicht bis morgen oder heute Nachmittag hier stehen lassen. Na? Warum?
das zieht Ungeziefer an. Dann haben Sie hier muss der Kammerjäger kommen. Dann haben wir hier die Ratten auf der Straße. Also Sie müssen jetzt dafür sorgen, dass hier diese Kekse wegkommen, ja? Wer sagt denn das? Ja, ich sag das. Ja, ich sorge dafür. Bevor sie ihm weiter auf den Keks geht, denkt Volk wie ein Schaf darüber nach, wie er die Ladung loswerden kann. Dafür diese Kekse nehmen. Entschuldigung. Warum haben Sie denn so viele Kekse bestellt? Weil ich ein Krümmelmonster bin. Ich esse so gerne Kekse. Dürfen wir was davon haben? Sie haben so viele. Die esse ich alle alleine auf. Und wehe, da geht einer dran. Wie wollen Sie denn so viele Kekse essen? Das ist doch auch nicht gesund. Das weiß ich. Können wir eine Packung Kekse haben? Nein! Nein heißt auf Teenie-Deutsch ja. Hey! Freunde, kommen wir heute. Das sind nicht meine Kekse, die sind ja nur zum Lagern. Sie sagen, das sind nicht Ihre. Da steht ja Ihr Name drauf. Sind wohl Ihre. Und das wäre ganz schön, wenn Sie jetzt mal anfangen würden, das hier wegzuräumen. Ja? Ich muss dann mit meiner Tochter absprechen, wo sie das hin legen soll. Ich kann ja einfach hier loslegen. Ja, nu, aber Sie können ja schon mal anfangen. Also, es ist mir wirklich echt noch nie passiert, sowas. Oh, ja. Tja, was macht er jetzt? Wohin mit dem Zeug? Hallo? Kannst du nicht versuchen, die ein bisschen zur Seite zu räumen, bevor wir da Ärger kriegen? Das sind 2 Paletten, 3 Paletten. Ich sag, ich kann nicht, die sind schwer. Die sind voller Kekse. Nee, ich meine nur, dass du anfängst, dass die wenigstens das Gefühl vom Ordnungsamt haben. Wo soll ich denn hin tun? Vielleicht ins Wohnzimmer? Ein paar? 3 Paletten. Kannst ja mal gucken, wie du es schaffst. Wenn wenigstens seine Enkel helfen könnten, aber die sind immer noch nicht da. Dann halt alleine. Typisch Opa Volkwin, immer ein lustiges Liedchen auf den Lippen. Eins ist klar, die Ladung muss rein. Keks für Keks. Da haben wir für 3 Jahre Weihnachten hier noch. Aber wir haben noch nicht genug und schicken den Lieferanten noch mal vorbei. Kommen Sie wieder abholen? Schande auf mein Haupt, Sie haben natürlich recht. Herr Reitz, die 3 Paletten sind nicht für hier gedacht. Oh, haben Sie da schon was geöffnet? Oh, das muss ganz schnell raus aus der Sonne. Ich hatte Ihnen doch gesagt, 8 Grad. Da habe ich ja schon angefangen, die aufzunehmen. Lassen Sie, wir müssen sie ja wieder einpacken. Sonst stimmt mein Lieferschein ja nicht mehr. Schade, Volkwin hätte so gern genascht. Aber da kommt schon Nachschub. Kommt da noch eine Firma? So, Herr Reitz, Sie haben noch mal Glück gehabt. Die 3 Paletten nehmen wir wieder mit. Dafür bekommen Sie diese 30 Paletten. Das sind 22.500 Artikel. Nee. Das sind 30 Paletten. Nee. Doch. Nee. Die haben Sie fest eingeplant als Logistikstandort jetzt. Wo soll ich mit 22.000 Packungen denn hin? Ja, das weiß ich nicht. Was soll ich denn machen? Ich muss da irgendwo bleiben. Nee. Seien Sie einfach der da bestellt hat, der wohnt nicht da. Da würde ich ja lügen, sind ja da. Ach, das ist ja nur eine Notlüge. Ja, aber ich muss auch meinen Job machen. Langsam reicht es Volkwin. Das soll seine Tochter klären. Hallo, Papa. Hör mal, das kann ja auch nicht sein. Die nehmen die 3 Paletten wieder mit. Jetzt doch? Das ist doch super. Nee, dafür kriegen wir 30 neue. 30! 30 sind 27 mehr als 3. Das findet weder Volkwin gut, noch das Ordnungsamt. So, Herr Reiter, bin ich noch mal. Jetzt wollte ich hier 30 Paletten hier annehmen. Ich muss gestehen, das war ein Missverständnis. Sie kriegen jetzt 30 Paletten von den Keksen hier hingestellt. Ja. Das muss hier weg. Ja, haben Sie noch ein paar Mann, die mithelfen können. Ja, ich habe damit nichts zu tun. Das ist Ihre Aufgabe, weil ja, für mich sind die Kekse nicht. Die sind für Sie. Sie sind doch der Herr Reit. Ja, aber ich wohne ja nicht hier. Wo wohnen Sie denn? Wenn ich das jetzt sage, dann kriege ich noch 30 Paletten dahin gebracht. Nee. Keine Sorge, Volkwin, du kriegst keine Kekse, sondern nur einen ganz besonderen Lieferschein. Der wird alles auflösen. Herzlich willkommen in unserer Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß? Ja, geil.
kriegt jetzt Ihre persönliche Einladung. Das ist super, danke. Tut mir so leid. Ja, das war die Idee von den beiden. Ja, ihr Lunken. Liebe, verstehen Sie Spaß, Community. Wenn ihr unseren YouTube-Channel abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Zum nächsten Video geht's da lang. Juhu!